Ja, willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe vom Baubeobachter der Woche. Und ich melde mich mit diesem zur Drehscheibe Sommertour aus Striesen. Und zwar geht es heute um das Fröbel Kinderhaus, was sich hier hinter mir befindet. Und hier war übrigens früher der Dorfkern von Altstriesen. Jetzt spielen hier die Kinder. Die kriegen eine ganz tolle Anlage, eine Außenanlage. Seit April wird hier schon fleißig gebaggert. Und das Tolle ist, ich habe heute kleine Fans am Bauzaun. So, und ich habe jetzt Markus Kluge von der Stehsaat neben mir stehen und wir haben auch ganz kleine Baubeobachter heute. Wir sehen schon hier hinten am Bauzaun, wird Bagger geschaut. Ja, das ist richtig. Wie Sie sehen, nehmen die Kinder die Anlage schon sehr gut in Beschlag, beobachten das Baugeschehen. Das ist natürlich von Interesse, nicht nur für die Jungs. Und wir arbeiten jetzt seit etwa April hier an der Anlage, seit Mitte April, und werden im August die Anlage fertigstellen, in Bauabschnitten, wie Sie sehen. Wir sind jetzt gerade in dem Kita-Bereich. Der ist nochmal zweigeteilt worden. Einmal gibt es hier die Baustelleneinrichtung für den Baubetrieb. Das ist der Landschaftsbaubetrieb Natur und Stein aus Dresden. Und der andere Bereich im Hintergrund zu sehen, wo die Kinder auch schon spielen, den haben wir in der vergangenen Woche fertiggestellt und bereits zur Nutzung freigegeben. Okay, na Gott sei Dank gerade im Sommer, ne, dass die Kleinen noch draußen spielen können. So, Herr Kluge, jetzt haben wir den Bereich, wo die Kindergartenkinder spielen, verlassen und das hinter uns wird dann der neue Krippen- oder für die Krippenkinder der Spielplatz werden. Was genau wird hier passieren? Ja, wie Sie sehen, arbeiten wir hier sehr komplex. Das heißt, das ist eine komplexe Umgestaltung der ganzen Anlage. Die alten Bodenbelege sind aufgenommen worden, die alten Sandkästen sind nicht mehr da. Es ist ein reines Erdreich, was wir hier finden. Sie haben ja einen Plan in der Hand. Vielleicht können wir ganz kurz mal drauf schauen, wie das dann am Ende aussehen wird. Und man muss ja auch sagen, letzte Woche haben ja die Kinder noch gespielt, oder? Ja, das geht alles sehr schnell. Es werden verschiedene Elemente entstehen. Sandspielplatz wird kommen. Es wird eine Schaukelanlage errichtet. Wir werden die Topografie, die vorhanden ist, nutzen, einen kleinen Hangaufstieg, Klettermöglichkeiten schaffen und auch eine Sitzmöglichkeit. Und nicht zu vergessen, es wird ein neues und architektonisch sehr schönes Gerätehaus entstehen. Herr Kluge, danke für den Moment und wir, liebe Zuschauer, melden uns gleich mit dem Baubeobachter der Woche zur Drehscheibe Sommertour zurück hier aus der Kita auf der Rosa-Mensa-Straße in Dresden-Striesen. Und da schauen wir uns mal an, was für ein Spielparadies Sie schon für die Kinder geschaffen haben, und gehen wir zur Matschanlage. Genau. So ist es. Ich freue mich auf Sie. Bis gleich.